Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Klar. Schauen wir mal. Da sind... Ach nee, was soll das denn? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Und? Hast du was? Ein Gedicht? Was, wenn das ein... Wie heißt das? Ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Segen in der Not. Das... Ach, Menno, wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast.
Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Wer seid ihr? Hero. Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf. Natürlich, wer weiß es denn nicht? Hero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfoy, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Schwer zu erklären. Komm, da setzen wir uns. Und so redet er sich besser. So. Ach, Hero. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Hero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Hero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein, Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Hero für immer verändert. Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jannik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Ja, so kann man es sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu Großem bestimmt sein konnte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit und ein paar Monde später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen, weil er nur noch sehr selten auf Lussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihn die